Hallo, ich bin's mal wieder, eure Kiki aus dem Stadt 608 heute, aus der Allianz CCC. Genau, das ist unsere Community-Allianz von 608, mit der wir am Nations Cup teilgenommen haben und im Halbfinale leider gegen Dragons Army verloren haben. Ja, danke. War jetzt voraussehbar. Kingsgrove hat er so ein bisschen eingeschissen mit dem Finaldaten, also Halbfinaldaten. Das eigentliche Halbfinale, da hatten wir einen ganz anderen Gegner und die haben noch fürchterlich hin und her gestruggelt, dann wurde es verschoben. Und ich sage mal so, wäre das Halbfinale an dem angesehenen, nee, an den an. An den was auch immer, an dem Datum gewesen, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen, hätten wir eine Chance gehabt, das Ding nach Hause zu fahren. So gab es nochmal 2 Wochen obendrauf. Okay, war für uns natürlich auch cool. Aber die anderen haben da natürlich echt extremo reingehauen. Die hatten irgendwie schon 37er. Da konnten wir nicht mithalten, weil wir dieses Projekt überwiegend als Free-to-Play-Player spielen wollten. Gut, wir sind weit gekommen. Wir sind die beste Allianz aus diesem Event in den Vorrunden gewesen. Also, Ludi, ne, irgendwas haben wir schon richtig gemacht. Naja, nichtsdestotrotz ist das jetzt einfach nochmal ein Video. Ich möchte Danke an Celti sagen. Ich möchte auch Danke an Chirox sagen, dass sie dieses Projekt mit uns so durchgeführt haben. Also eher ja Celti, es ist ja Celtis Community. Chirox hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Nein, das war völlig cool. Und die beiden haben euch auch immer so auf dem Laufenden gehalten. Und naja, es wurde auch ganz viel geplant, gemacht und getan. Und wir haben da einige gehabt, die da wirklich richtig Gas gemacht haben. Also zum Beispiel unsere liebe Ping. Ich möchte Ping noch mal ganz, ganz lieb grüßen. Du hast, ja, auch wenn es mir vielleicht nicht zusteht, dir so ein Riesenlob zu geben, weil ich bin ja auch nur so ein kleiner Mitspieler hier. Aber du hast die Allianz immer wieder oben gehalten mit vollem Einsatz, Nachtschichten. Genau so, ups, ich habe nur noch 20% Akku. Das ist nicht so schlimm. Also kurzes Video, nein. Und genauso wie Speedy. Und guten Morgen, mein Sohn. Speedy und hier, na, wie hieß er jetzt gleich noch? Och Mann, ich bin wieder so struggling mit den Namen. Oder unser netter Justin Nitsu, der nachts Autos gebaut hat. Ich hoffe, die Autos sind auch was geworden. Nicht, dass wir eine Rückrufaktion bekommen, weil nebenbei ein bisschen State of Survival gezockt worden ist. Naja. Naja, auf jeden Fall möchte ich halt einfach zum abschließenden Punkt sagen, dass das ein ganz tolles Projekt war und ich mir sehr, 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 sehr wünschen würde, dass Celti oder auch Xerox nochmal so eine Community Sache machen, denn das war schon ziemlich cool. Also, wir kannten uns alle nur so ein bisschen vom Discord her und ja, sind dann so zusammengewachsen und diese Allianz hat absolut hohes Potenzial entwickelt. Wir sind sehr, sehr erfolgreich gewesen in den ersten, weiß ich nicht, paar Tagen hat das nur gedauert. Da sind wir dann in die Top 10, jetzt sind wir hier auf Platz 5. Und das sogar auch fast schon auf, also da fehlt jetzt auch nicht mehr so viel. Okay, doch, jetzt habe ich mich verguckt hier. Aber wir sind da echt gut dabei und wir haben wirklich viel und diszipliniert an allen Sachen gearbeitet, die unser lieber Celti uns so aufgetragen hat. Also wir sind da ganz strategisch auch vorgegangen. Wir haben versucht, so wenig stupid moves zu machen wie möglich. Also wir haben uns da schon Gedanken gemacht, beziehungsweise Celti, wie man sowas natürlich schlau aufbauen kann, um so gut wie möglich dazustehen, ob es jetzt Heldenausrüstung ist. Da wurde dann auch gesagt, was wir
wo wir unser Augenmerk drauf legen sollten. Wir sollten so und so viele Truppen bauen und. Und sowas ist dann schon ganz cool, wenn sich da auch so viele wie möglich dran halten. Dann hat sowas halt auch wirklich mal so ein bisschen Chance, was zu werden. Und wir haben es ja gesehen. Also, wir sind ja alle recht noch klein, aber wir haben in der Forschung voll durchgezogen. Da sind wir fertig im War-Talent-Baum, sage ich jetzt mal so. Da haben wir ordentlich durchgezogen und. Ja, wir haben natürlich auch hier und da einen Bunker geholt und diese Analysenzentren, wieder dieses geile Wort, Analysenzentren und ach, wir waren wirklich sehr, 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 sehr fleißig. Und es ist wirklich schade, dass wir dieses Halbfinale nicht an dem besagten Datum spielen konnten. Das war wirklich Kacker. So muss ich das einfach mal sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns auch so entschlossen, ey Leute, das ist eine geile Allianz hier und das bringt hier wirklich Spaß. 608 ist auch ein ganz netter Start. Boah, Lüge. Ist ein netter Start. Ja, ist ein netter Start. Ja, man muss ja hier und da so ein bisschen sich verteidigen mit hier. Ja, wir haben immer ein bisschen Stress hier, so wie Robby, Rob, Rob. Die gehen uns ein bisschen auf den Sack. Die haben unsere Türme beim Kill-Event einfach mal abgerissen. Einfach so gesagt, hey Leute, wir wollen da lang, wir brauchen Ressourcen, wir greifen euch jetzt einfach mal so ein bisschen an und wir, ihr Arschgeigen, weil wir haben für so eine Scheiße keine Zeit, mit euch jetzt Krieg zu führen. Aber das haben wir dann mal ganz schnell nach dem Halbfinale geändert und haben gedacht, ach Rob, was ihr könnt, kennen wir schon lange. Und haben einfach mal schön ein paar Türme abgefackelt. Das war sehr geil. Und dann haben wir auch direkt neue Türme gebaut und haben sie so ein bisschen von hier und da mal versucht wegzukappen. Jetzt haben wir uns so ein bisschen eingebaut, weil wir wollen natürlich nicht wieder von denen überrannt werden und dann hieß es, ah, ihr werdet immer brennen. Ah, wie ihr seht, hier brennt keiner von uns, ne? Also, ist auch ganz gut so. Also, die sollen jetzt einfach auch mal die Füße stillhalten, denn die sind überall da, wo sie ran wollten und sollen uns jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Da wünscht man sich natürlich, seinen starken Account da zu haben, weil, wäre ja schön, wenn man da mal mit so ein paar Plasmatruppen reinrauschen könnte. Aber gut, das gibt es natürlich nicht, dass man sich seinen starken Account rüberholt und da mal ein paar Leute plättet. Aber da hätte ich Bock drauf, ne? Also, das muss ich ja mal so sagen. Naja, nichtsdestotrotz ist das hier wirklich ganz cool und ich bin dankbar, dass ich da bei sein durfte. Ich bin auch dankbar für die tolle Zusammenarbeit unter den ganzen Allianzmitgliedern, denn hier und da, auch wenn man in Anführungsstrichen ein alter Hase in diesem Spiel ist, ich spiele seit über ein Jahr, hat man hier und da trotzdem noch wieder was Neues gelernt und das ist auch immer schön, dass die ihr Wissen teilen und ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich würde mir einfach auch wünschen, nochmal irgendwelche Community-Projekte mitzumachen. Ich bin auf jeden Fall dabei, Celti, Xerox, wenn ihr irgendwas am Start habt, sagt die Kiki Bescheid und ich werde natürlich alles stehen und liegen lassen und euch beitreten. Nein, okay, so, das war jetzt einfach mal so ein Danke-Video. Und ich werde dieser Allianz treu bleiben, würde mich so langsam im Free-to-Play ein bisschen aufbauen. Hab den heute schon mal ein bisschen was gestartet, weil. Ups, was ist denn hier los? Boah, hier. Juhu. Auf Quartier 26. Ja, und dann mal schauen, wie es so ist, denn auf den neuen Servern zu spielen ist immer noch ein bisschen was anderes als in den alten, auf meinen 115-Server. Da ist es. Ach, wir haben da mittlerweile. Ja, schon, ja, wir sind alt halt einfach, ne? Wir sind halt einfach alt. Und naja, mal gucken, was das Spiel noch so hergibt. Wir sind alle gespannt auf den Start-Merch etc. Aber das hat ja mit diesen neuen Starten weniger zu tun, denke ich mal. Ansonsten, Leute, es hat echt viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, wir bleiben relativ aktiv hier in dieser Allianz. Es wäre ja schade. Wir haben uns hochgekämpft. Wir sollten das auch irgendwie halten. Und um einigen da mal zu zeigen, wer hier die Community ist. Okay, ich muss mal gucken, ich habe hier ein neues Programm. Okay, 9 Minuten, machen wir auch die 10 Minuten voll. Ich möchte wieder ein paar Leute grüßen. Ich grüße meinen Shorty. Shorty, Shorty, Shorty. Leno, Jabadabadu, Israel, Ping, Jay, Pillawolle, Hero, Old Man, Dark. Ne, unser Batman. Und Leute,
Denk dran, Celti macht ja noch eine Community-Party. Ne? Und wenn dann diese Corona-Pandemie vorbei ist, dann geben wir uns ein auf Celtis Kosten. Ne, Celti? Das weißt du ja jetzt auch. Okay, und dann werden wir mal schauen, was hier so für Freundschaften noch entstehen und was es überhaupt so bringt. Ich freue mich. Okidoki, in the Schoki. Ich muss weiterziehen. Wir hören und sehen uns. Bis denne, eure Kiki. Tutu. Shorty!